Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Withering Rooms. Wollen wir uns mal weiter. Hier finde ich noch ein Giftblatt. Wollen wir uns mal weiter in den Flur wagen? Wir haben ja in der letzten Folge hier so ein bisschen, Fortschritt möchte ich gar nicht sagen. Aber wir sind immerhin in den Garten gelangt, haben dann so eine Laterne erhalten. Nun sollen wir hier im Keller irgendwie das Licht wiederherstellen. Und ich finde hier gerade eine fotografische Trockenplatte. Ja, gut, wahrscheinlich für die Kamera, mit denen ich dann die Geister erledigen kann. Da war ja einer in diesem Musikzimmer und ich weiß auch nicht, warum diese 5 hier an der Wand ist. Da war immer noch dieser Hinweis von wegen dreimal die Tür öffnen und dann gelangt man zu dem verfluchten Raum oder irgendwie sowas. Oder zu dem versteckten Raum. Nee, wir wollen nichts von dir. Oh, der kann auch noch laufen. Ich versteck mich mal lieber. Kommt der hier rein? Ich bin auch so doll verflucht gerade. Nicht gut. Gut, er ist vorbeigerannt. Ich gehe mal einfach hier rein. Weinkeller. Aha. Klingt friedlich zumindest. Was finde ich hier? Wieder ein paar Heilkräuter. Und hier ist noch so ein Schrein. Okay. Ah, das sollte die Hexe sein, ne? Die kennen wir aus dem Prolog. Nachtmutter, yada yada, das kennen wir. Ein verdorbenes Herz. Ja, haben wir. Plus ein Gegenstand Erinnerungsfeld, sehr schön. Okay, ja, möchte ich verwalten. Ich weiß bloß nicht was. Ich habe immer noch mein Hackebeil hier. Wie wäre es mit... Die Laterne ist ewig da, oder? Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Wie wäre es dann mal mit... Die Dinger hier kann ich immer kaufen. Ich nehme jetzt mal eine Kerze oder das Gebäck. Ich nehme einfach mal das Gebäck. Ist, glaube ich, egal. Ja, ich bin gleich bei Ihnen, gute Frau. Ich will noch mal kurz suchen. Anmerkung zum Fall 1. Officer Roland Bryce, Monmouthshire Constabulary. 28. Juli 1881. Untersuchung des möglichen Mordes an Peter Mostyn, 35, und eines möglicherweise gefälschten Testaments, in dem das Familienvermögen dem amerikanischen Arzt Dr. Blackett überlassen wurde. Die Mitarbeiter des Nachlasses berichten, dass Peter fast ein ganzes Jahr vor seinem Tod blass und kränklich wirkte. Oh, vermutlich verflucht. Peter war nach dem Tod seines Vaters und seiner Schwester 7 Jahre lang schwerer Alkoholiker gewesen. Dr. Blackett und seine Tochter Margaret lebten seit 3 Jahren im Mostyn House. Das Personal des Anwesens berichtet von kleinen Konflikten zwischen den beiden. Unbestätigte Gerüchte über eine intime Beziehung zwischen Peter und Margaret. Oh, okay. Oh. Warum nicht, ne? So, nochmal 3 Münzen, sehr schön. Ups, falsche Taste. Wir sprechen mal zu dir. Ah, Nightingale. Es tut mir leid wegen unseres kürzlichen Missverständnisses. Ich bin die erste Hexe und führe den sororalen Orden der Eingeweihten. Der schmutzige Schuft und ich haben durch sorgfältige und oft gefährliche Experimente viel über den Traum verstanden. Dieses Wissen teile ich mit würdigen jungen Initiierten wie dir mit. Hä? Was? Na gut. Wie wir dich trainieren? Das klingt ein bisschen makaber. Das Blut und die Organe der Traumbewohner besitzen ungeheure Macht. Indem man sie in einem Ritual dem Wesen opfert, das den Traum kontrolliert, kann der Körper dauerhaft gestärkt werden. Außerdem erhalten würdige Initiierte besondere Gaben, wenn sie in der Hierarchie aufsteigen. Tatsächlich wirst du direkt nach deiner ersten Opfergabe ein besonderes Geschenk erhalten. Habe ich, glaube ich, schon, oder? Na, egal. Hier ist ein Jagdführer und eine Angebotsliste, auf die du dich beziehen kannst. Ich freue mich darauf, mit dir zusammen dein volles Potenzial zu entfalten, Nightingale. Angebot?
Ach so, ich kriege für 5 Münzen einen Finger oder was? Oder wie? Ja, von mir aus. Ah, okay. Hier kann ich aufleveln. Sehr geil. Ich kann Vitalität, Abwehr oder Immunität machen. Abwehr, Fluchresistenz. Ja, ruhig mal ganz oldschool Gesundheit, oder? Okay. Herzlichen Glückwunsch, deiner ersten Opfergabe, Eingeweihte. Deine Belohnung ist ein Schlüssel, der unser Netz von Geheimgängen öffnet. Das Bücherregal in diesem Raum führt dich direkt zu einem anderen Teil des Hauses. Sehr praktisch. Deine nächste Belohnung findest du auf Level 5. Ein fortgeschrittenes Grimoire, mit dem du neue Zauber erschaffen kannst. Ich freue mich auf deine nächste Opfergabe, Eingeweihte. Wenn du feststellst, dass dir die Feinde ausgehen, von denen du Organe entnehmen kannst, musst du eine neue Nacht beginnen. Alle deine Ziele werden wiederbelebt, um erneut gejagt zu werden. Okay, soviel zu Souls-like. Sterben ist eine Möglichkeit, eine neue Nacht zu beginnen, aber es hat offensichtliche Nachteile. Suche nach einem anderen blauen Bücherregal und du könntest einen anderen Weg finden. Okay, okay. Okay, bei ihr können wir also aufleveln. Was weißt du über den Fluch? Der Fluch ist ein Blick in das traumatisierte Herz des Traums. Mit seiner gestärkten Wahrnehmung werden viele seltsame und wundervolle Wahrheiten enthüllt. Man kann sogar Tore zwischen verschiedenen Welten finden. Vielleicht solltest du versuchen, während eines furchtbaren Fluchs in einen Spiegel zu schauen. Er ist der einzige Weg, den Mann im Spiegel zu finden. Ich muss verflucht sein, um diesen Mann im Spiegel zu finden. Okay. Ich hoffe sehr, du hast die irre Kunstfertigkeit des himmlischen Wesens zu schätzen. Dass du die irre Kunstfertigkeit des himmlischen Wesens zu schätzen lernst, das den Traum kontrolliert. Initiierte. Sei vorsichtig im Umgang mit den anderen Eingeweihten. Einige haben ihren Verstand verloren. Andere haben sich vom Soronalen Orden abgewandt. Das Wirken von Zaubern und das wiederholte Verfluchtwerden zehren an deiner eigenen Vernunft. Nur die wirklich Willensstarken können in den Rängen des Ordens aufsteigen. Ich empfehle dir, deine Resistenz gegen den Fluch zu stärken, um Probleme zu vermeiden. Erste Hexe. Ich war einst ein Fremder im Traum. Genau wie du. Mein Titel ist zutreffend. Nachdem ich vom schmutzigen Schuft die okkulten Künste erlernt hatte, wurde ich die erste wahre Hexe des Traums. Ich glaube, dass ich in der realen Welt noch am Leben bin, obwohl es immer schwieriger wird, sich dessen sicher zu sein. Es spielt für mich keine große Rolle, denn ich habe hier so viele wichtige Aufgaben zu erledigen. Der schmutzige Schuft und ich arbeiten an einer Art Experiment. Durch die sorgfältige Gabe von Opfergaben und Blut können dauerhafte Veränderungen am Traum vorgenommen werden. Wir befinden uns noch am Anfang unserer Forschung, aber ich werde dich auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Das ist sehr nett. Gut, dann wollen wir doch mal hier so einen Spiegel offenbaren. Finden Sie einen weiteren geheimen Durchgang mit blauem Bücherregal? Okay, ich bin ja gar nicht verflucht im Moment. Okay. Dann sollte ich mich wohl erstmal verfluchen lassen und dann in einen Spiegel blicken, wie es scheint. Geheimen Durchgang, das will ich noch nicht. Oh oh, die schon wieder. Oh oh. Ich komme nicht raus. Nein, 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 ich komme nicht raus. Nicht gut. Mann, 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 nicht gut. Kein guter Moment jetzt. Erste Hilfekasten bitte. Und wegrollen. Ich bin immer noch vergiftet. Aber ich glaube, ich habe was gegen das Gift. Okay. Moment. Ich habe was gegen das Gift, glaube ich. Giftiges Gegengift. Ja, alles klar. Perfekt. Puh. Münze, Glas und so weiter. Okay.
Eieieiei. Und noch ein Gegengift, sehr schön. Ein Erste-Hilfe-Kasten, den kann ich sehr gut gebrauchen. Und noch einen, sehr gut. Wahrscheinlich, weil das hier ein Badezimmer ist oder so. Okay. Ja, nimm einfach einen. So. Oh, kritischer Ring, während ich hier von dem Typen entwische. Alter byzantinischer Ring, okay. Ah, nee, der ist mir noch zu stark. Hilfe! Der ist mir noch deutlich zu stark. Okay, ich bin wahrscheinlich noch nicht verflucht genug. Anmerkung zum Fall 2. Aha. Roland Bryce, Monmouthshire Constabulary, 29. Juli 1881. Machte ein Vermögen als talentierter Arzt in Boston, der ungewöhnliche Fälle behandelte. Machte 1860 eine Reise nach China, möglicherweise um einen Krieg in den USA zu vermeiden, verließ China in Richtung England und brachte seine halbchinesische Tochter Margaret mit, Mutter unbekannt. Unbestätigte Gerüchte über starken Opiumkonsum, lernte 1878 Peter Mostyn kennen. Robert und Margaret zogen in das Mostyn-Haus. 3 Jahre später Peter tot und Robert besitzt das Mostyn-Haus. Aha. Gut, was können wir denn hier basteln? Tonicglas, Heilungsgegenstand. Machen wir mal 2 von. Und noch ein Säureglas. Okay. Dann wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich werde mal zurück zu dem Typen oben. Und dann noch ein paar Erste-Hilfe-Kästen kaufen. Ich weiß, ich habe hier dieses Gebäck schon noch, aber das reicht mir irgendwie nicht. Flugband von Wurfgegenständen an. Ja, das will ich jetzt ja nicht. Ja, kannst du bitte weggehen da oben, Tutorial? Das wäre ganz nett. Okay. Hier war, ne? Nee, das war die Bibliothek. Das ist 2 weiter rechts. Okay. Okay. Nee, nicht sprechen. Ich will kaufen, mein Lieber. So. Wie viel habe ich? 10. Was? Wie? 36 Münzen habe ich. Oh, nicht schlecht. Der kostet nur 7. Nehmen wir mal gleich mal 2 von. Okay. Ja, nutz ruhig mal ein. Dann sieht das wenigstens so gesundheitsmäßig schon wieder ein bisschen besser aus. Fluchmäßig nicht unbedingt, aber das könnte uns ja sogar noch nützlich werden. So. Wieder runter. Ich mag den Keller irgendwie nicht. Nee, warte, hier liegt noch was. Anmerkung zum Fall 3. Die Autopsie hat ergeben, dass Peter an einer alkoholischen Kardiomyopathie gestorben ist, obwohl der ausführende Arzt einige Unregelmäßigkeiten festgestellt hat. Die Übertragung von Mostyn House an Robert Blackett nach Peter Mostyns frühen Tod ist verdächtig. Da jedoch alle Angehörigen von Peter Mostyn verstorben sind, ist dies nicht so ungewöhnlich, dass es unplausibel wäre. Der Beamte ist der Meinung, dass diese Untersuchung abgeschlossen werden sollte. Okay. Also sehr rätselhafte Dinge gehen hier vor sich. Aber ich bin hier ganz real in einem Traum mit so einem komischen Typ hier auf dem Flur gefangen. Warum nehme ich einen Fluchschaden zu? Ach, wahrscheinlich, weil ich da durch das Erbrochene renne, oder? Okay. Au. Er blutet aber, sehr gut.
Hier bin ich ja immerhin sicher. Aber das kann ja nun auch nicht das Maß aller Dinge sein, hier immer wieder Erste-Hilfe-Kästen zu nutzen, oder? Ah, hier treffe ich den... Ah, bin ich jetzt verflucht genug? Portal da... Nachbetreten nirgendwo? Nee, noch nicht. Das will ich noch nicht machen. Dann heile ich lieber nochmal. Er ist tot. Ah, dann hat er auch den Blutungsschaden erlegen. Okay, verdorbene Leber. Die schwere Leber einer besonders großen lebenden Leiche. Emma hat den älteren Leichen grausame Streiche gespielt, sie mit Laternen und Rüstung geschmückt und sie gegeneinander kämpfen lassen. Keinerlei Respekt für den Toten. Okay. Riesenmädchen Tara. Ich höre sie zu jeder Stunde flüstern und herumstampfen. Ja, jetzt hörst du nichts mehr. 12 Münzen, sehr schön. Okay. Wo sind wir hier? Wer bist du denn? Oh. Die waren ja nicht so schwer. Fluchfäule? Was? Schnell eine Kerze, würde ich sagen. Wo waren die denn jetzt nochmal? Da. Okay. Das war nun doch deutlich etwas zu viel Fluch. Ach ja, 8. Also wir haben eine 5, wir haben eine 8. Schutzkerze. Okay, sehr gut. Suchen. Giftblatt. Okay. Ich werde jetzt auch mal nicht heilen. Oh. Nee. Kesselraum. Ah. Kommt er jetzt raus? Anscheinend nicht. Gut, was ist denn hier? Küche. Aha. Prüfen. Okay, zieh die Kerze an. Ja, okay. Ja, das haben wir schon mal gesehen. Solange du diesen Raum nicht verlässt, wird der Tod dich in diesem Moment zurückbringen. Dein Körper ist zu schwach, um den Schrein zu aktivieren. Reinige deinen Körper von den negativen Startungseffekten und heile dich selbst. Aha. Also kann ich die Kerze nicht aktivieren. Toll. Das heißt, ich muss erstmal heilen, oder wie? Oder was? Ja, okay. Warum nicht? Scheint so eine Art Checkpoint zu sein oder so. Immer mit den Kerzen. Okay. Ach so, der Moment, wo ich in den Spiegel geblickt habe oder was? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. So, was ist eigentlich mit diesen Glocken hier immer? Bim bam. Hm. Irgendwie will ich noch nicht mit dir sprechen. Ich will eigentlich erstmal diesen Kesselraum da machen. Und diese Dienstquartiere, da steht auch noch was. Wahrscheinlich total blöd, dass ich den Raum jetzt verlassen habe. 8. Ach so, den habe ich noch nicht durchsucht. Alles klar. Wahrscheinlich, weil hier ein Hinweis auf ein Rätsel ist oder so. Also 8 und eine 5 habe ich gefunden. Badezimmer des Dieners?
Die sind ja tot. Und hier ist auch nichts mehr. Warte mal. Oh, prüfen. In die Toilette greifen? Du hast einen Gegenstand. Rostiger Käfigschlüssel. Ah, alles klar. Damit können wir den Typen mit seinem Hund da retten. Okay. Das war doch hier? Nein. Ich weiß es gar nicht mehr. Hier, genau. Ja, ich habe den Gegenstand, sehr gut. Oh, sie werden es nicht bereuen, kein bisschen. Lasst uns den Staub abschütteln und uns oben im Arbeitszimmer treffen. Ja, alles klar. Dann machen wir das mal. Achso, er will nicht raus, oder wie? Naja, wie er möchte. So, dann will ich nochmal oben ins Arbeitszimmer gehen und dann ist es auch guter Zeitpunkt, die Folge mal wieder zu beenden. Eine Laterne brauchen wir jetzt nicht mehr. Studio, war das das Arbeitszimmer? Hm. Werden wir sehen. Walisische Landhäuser 4, okay. Im Jahr 1874 wurde Alfred zu einer diplomatischen Reise durch das Osmanische Reich eingeladen, da er die Gelegenheit sah, seine Kinder bei der aristokratischen Klasse einzuführen, nahm er Peter und Priscilla mit. Peter Mosen kehrte von dieser Reise allein zurück. Sowohl Alfred als auch Priscilla starben in Konstantinopel an Fieber. Nachdem er sowohl seinen Vater als auch seine Schwester in Kisten nach Hause gebracht hatte, war Peter mit 28 Jahren bereits ein gebrochener Mann. Er lebte zurückgezogen und öffnete Mosen Haus für gelegentliche privilegierte Gäste, die nach und nach die nach oder aus Ostwales reisten. Okay. Ist der Typ jetzt hier? Oder war das nicht das Arbeitszimmer, was er meinte? Panzers Chest 2. Blut und Gift erklärt so ein bisschen die Statuseffekte hier von mir aus. Danke, dass du Felix und Horace gerettet hast. Ich weiß nicht genau, wer sie eingesperrt hat, aber ich habe so meine Vermutung. Außerdem, du hast die erste Hexe getroffen. Sei vorsichtig in ihrer Nähe. Sie ist sehr verschwiegen und übt eine starke Kontrolle über ihre Eingeweihten aus. Da haben wir schon alles, da haben wir auch schon alles. Gut, okay. Bevor ich die Folge beende, werde ich nochmal kurz hier in die Bibliothek gehen. Man weiß ja bei dieser etwas verkrampften Übersetzung nie, was die mit walisische Landhäuser 5 von mir aus nochmal. Es ist nicht klar, wie es dazu kam, aber Peter verliebte sich so sehr in zwei dieser Reisenden, dass er ihnen schließlich das Mosenhaus vermachte. Es handelt sich um den amerikanischen Arzt Robert Blackett und seine halbchinesische Tochter Margaret. Die Anwohner von Monmouth berichten, dass Peter 1880 zunehmend blass und bei schlechter Gesundheit war. 1881 starb Peter, das letzte überlebende Mitglied von Alfred Mosens Familie, plötzlich an einem Herzversagen. Obwohl man ein falsches Spiel vermutete, vor allem nachdem sein Testament enthüllte, dass Mosenhaus und Dr. Blackett vermacht werden sollte, gab es keine konkreten Beweise. Mysteriös. Gut, aber der gute Mann ist auch nicht hier, den wir eben befreit haben. Von daher würde ich sagen, bevor ich mich wieder in den Keller mache, werde ich die Folge hier beenden. Ist ja spannend. So ein bisschen Backstory und Story auch noch mitgekriegt hier. Ja, das scheint sich ja so ein bisschen zu entwickeln hier, was die Story betrifft. Von daher, ich hoffe, es hat euch etwas Spaß gemacht wieder dieses Mal. Und ja, hoffe natürlich, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es heißt Withering Rooms. Richtig spannendes Spiel, gefällt mir immer noch gut. Also, ganz liebe Grüße, bis zum nächsten Mal und tschüss.